Die Müllverschmutzung durch Kunststoff im Meer ist inzwischen ein immenses Risiko für die Ökosysteme. Es sind 11 Millionen Tonnen jedes Jahr, die ins Meer gespült werden, von Mülldeponien an Land durch Regen, über Flüsse ins Meer kommen. Und da müssen wir das machen. Das ist eine Sache, die können wir nicht weiter so geschehen lassen. Und wir persönlich haben das halt damals in Brasilien, in Rio, bei der Olympiade, haben wir das hautnah miterlebt. Und so dumm das jetzt klingt, wir sind halt einfach in Müll reingefahren, der im Wasser schwamm. Und der hat uns im Prinzip aufgehalten. Aber da haben wir gemerkt, da ist echt ein Thema, weil das ist riesig inzwischen. Generell ist es natürlich ein Problem für die Welt, was viel größer ist, als dass wir eben vielleicht mal nicht unbedingt Erster oder Zweiter in einem Rennen sind. Und dass es eben wirklich eine Gefahr für die Ökosysteme ist. Und wenn die Meere, die ja sehr viel in Sachen Ökosystem puffern, wenn die kippen, dann haben wir eben auch das Problem. Und nicht nur eben auf unserer Arbeit, sondern in unserem Leben. Ja, Cleanup. Da stecken halt ein paar Leute dahinter, die sich richtig, richtig clever Gedanken gemacht haben, wie wir dieses Thema am effektivsten jetzt erstmal angehen können. Und die haben eben nicht gesagt, wir sammeln jetzt Müll im Meer, weil das ist relativ ineffizient, sondern wir müssen versuchen, dass der Zufluss, diese 11 Millionen Tonnen jedes Jahr, dass die eben gestoppt werden. Die Partnerschaft mit Cleanup ist deswegen auch besonders cool, weil wir einen echten Impact erzeugen werden. Nämlich wird für jede Meile, die wir bei Olympia segeln, und es werden so ungefähr 150 sein, werden 10 Kilogramm Plastik eingesammelt, bevor es ins Meer kommt.